Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Onkel Mario? Wo bringen Sie es hin? Ja, ich würde es auch gerne wissen, wo Sie es hinbringen. Den Splitter. Ich bin ein Freund. Das ist doch nicht nötig. Ups. Der ist schnell unterwegs. Da ist er. Nicht, dass er merkt, dass wir ihn verfolgen. Wer könnte sich vor solch einem Mann verstecken? Wie macht er das nur? Ups, das wollte ich eigentlich nicht machen. Schlecht. Ich wollte eigentlich runterfallen. Genau, das wollte ich eigentlich machen. Hauptsache rennt man ein Kurier und geht nicht die ganze Zeit. Der wird mich umbringen. Am besten hau ich gleich ab. Das war knapp. Nicht der beste aller Herren. Tut mir leid. Wie erkläre ich das den Leuten nur? Nach dem Tod des portugiesischen Botschafters erinnert der Rat alle Bürger daran, keine Fische aus den Kanälen der Stadt zu verzehren. Genau, geh weiter. Diese Warnung an alle Besucher der erlauchten Republik weiterzugeben. Diese Meer von Rache können. Genau. Hau ab. An alle Venezianer. Keine Angst. Wisse, dass in einer Woche ein Maskenball vor dem Palazzo Dandolo stattfinden wird. Signore Frangibus Dandolo wird höchstpersönlich das Festkomitee anführen. Jetzt rennt er. Er kann sich auch nicht entscheiden. Als Folge der gestiegenen Anzahl von Zusammenstößen und Todesfällen im Kanal Grande wurde eine Verfügung erlassen, die exzessives Trinken am Ruder bestraft. Ich wollte gerade sagen, der dreht sich bestimmt um. Und da müssen wir leider rüberklettern. Welch ein Können! Aber ein bisschen schneller, wenn es geht. Da ist er noch. Da ist eine Feder. Können wir leider nicht mitnehmen. Da. Doch nicht. Ich dachte, er wäre jetzt angekommen. Was zum Teufel macht ihr hier oben? Runter! Laju! Da! Sei leise.
Geh mir nicht auf die Nerven. Jetzt rennt er schon wieder. Außenweg, Außenweg. Ein echter Athlet. Was zum Teufel macht ihr hier oben? Immer noch nicht angekommen. Wie weit ist dein Ziel? Boah, ich wollte gerade sagen, ich bin da jetzt nicht in ihn reingelaufen. Eine Flasche Wein, das Herz am rechten Fleck. Lass ihn gerecht, hier bekommt ihr Rechtlichkeit in deinem Herzen, der Schmiedekunst. Wenn ihr keinen Luxus wollt, dreht besser um. Bedenkt, dass die umstrittenen Ländereien in Zügen von anderen Gewerben in die Hand aufschlossen werden, bis uns der heilige Vater andere Weisungen schickt. Okay. So. Ist sie jetzt angekommen? Ja. Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier? Das ändert die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Also bei 90 Sekunden, was soll ich in diesen 90 Sekunden machen? Sie alle töten? Zurück! Nein, den Kurier packen. Wow. Sehr nette Verkleidung. Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Okay. Attentat auf den Spanier. Wow. Folgen wir einer Wache. Okay. Dann gebt mal vor, Jungs. Waffen der besten Güte. Hier zu eurer Begutachtung, gute Leute. Ja, ich brauche deine Waffe, ich habe eine. Vor allem, dass den Wachen nicht auffällt, dass ich ein ganz anderes Schwert als die habe. Attenzione! Naja. An alle Händler, die mit Gewürzen aus dem Osten handeln! Ein neuer Zoll wird erhoben, um die Kosten der Instandhaltung des Arsenales zu finanzieren. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob ihr abgabepflichtig seid. Wir haben es ja gleich geschafft. Was? Komm her, Donato! Du aus noch einer sizilianischen Jauchegrube. Wenn ich dich platt mache, bist du bloß noch ein stinkender Flan. Kannst du mich verstanden? Eccolo!
Da! Da! Kann es kaum erwarten, deine Därme in der Sonne zu sehen. Er hat mich da angerempelt. Vor allem haben wir die gleiche Rüstung an. Das nenne ich mal einen richtigen Freund. Das sind die Wachen. Super. Auf den ganzen Weg nochmal laufen. Was haben wir hier? Ich habe nichts gemacht. Wenn ich nicht damit zu tun hätte, würde ich mir sehr viel mehr Zeit. Bitte, Freund, beherrscht euch. Ja, und glaub mir, auf dem Markt. Das würde dir gar nicht gefallen. Gute Arbeit, Matteo. Aufschließen. Ich mag ja, ja, kannst du vergessen. Vor allem, weil die mich anrempeln und ich nichts gemacht habe. Nur weil der Kerl seine Kiste fallen lässt. Oh Mann. Ich kann den Leuten ja schlecht aus dem Weg gehen. Es geht mir aus dem Weg, Leute. Ich muss auf alles achten. Kommt, Freunde! Diese Woche verschenke ich meine Arbeit quasi. Das ist schön, wenn du quasi deine Arbeit verschenkst. Ach so, in die Richtung. Okay. Stati attenti! Die kürzliche Überflutung des Lido, welche die Bürger der Stadt bedroht, hat strukturelle Schäden verursacht. Seid besonders an Baustellen vorsichtig und berichtet uns von Schäden an Stadteigentum. Seid freundlich zu den Arbeitern. Ich habe gar keine Rauchbombe mehr. Das wird... Da ist ja der Spanier. Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwieriger als erwartet. Ezio, es ist lange her. Rodrigo, also, wo ist er? Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste? Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Immer geht es um diesen Apfel. Ich verstehe nicht warum. Was soll an diesem Apfel so besonders sein? Kann man das eigentlich? Ja, was ist das denn bitte für ein Kampf? Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Guck mal, er ist nicht allein. Wenn du das hier überlebst, wird deine Häutung ein Vergnügen sein. Das war so groß. Ja, wenn wir zusammenhalten, haben wir ihn. Ich habe keine Lust, dass der abhaut. Okay. Erstmal die ganzen Wachen hier.
Gonzon. Schlecht, man kann nicht kontern, wenn man... Ja, genau das meine ich. Wenn man umgedreht ist. So. Onkel! Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht alleine. Wolpe? Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Hier? Spart euch die Fragen, Bruder. Lass Borgia nicht mit der Kiste entkommen. Hab ich ja gar nicht. Avanti! Achso, ich wollte ihn gerade meinen. Jetzt werdet ihr alle sterben. Macht ihn fertig, Ezio! Wir sind hinter euch! Wo bin ich? Ach hier. Komm schon, ihr Feiglinge! Komm schon! Die Jacke hungert nach der Rädelei! Jämmerlich! Ihr könnt nicht aufhalten, was geschrieben steht! Der Inhalt der Schrift wird mir gehören! So. Schaut, meine Freunde! Unser Ezio ist ein echter Krieger geworden! Doch nicht. Okay, nehmen wir das Schwert. So ein Spaß. Das sagen wir öfter mal. Boah, ich hoffe jetzt nicht, dass das schon das Finale ist, ey. Diese Schlacht werdet ihr verlieren. Das wär's ja. Ihr werdet durch meine Hand sterben, wie euer Vater. Dieser Krieg dauert schon viel länger, als wir beides uns vorstellen können. Dir ist schon klar, dass der Vater hingerichtet wurde und nicht durch deine Hand gestorben ist. Ist das nicht wunderbar, Ezio? Gemeinsam diese Templerschädel zu zerschmettern! Komm her. Du hast dich seit unserem letzten gemeinsamen Kampf deutlich fest. Hey, der letzte Hit gehört mir. Das ist für meinen Vater. Feigling. Paola. Er ist fort. Aber wir haben, was wir wollten. Nein. Ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora. Was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Ezio. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein. Aber ihr kamt. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchten. Cosa? Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassine. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen? Paola? Wolpe? Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Lashea Vakun Mutlak Bail Kolun Mumkin. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenket. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Springen die jetzt alle in einen Heuhaufen oder was? Bestimmt.
Wow, den Todessprung ausführen. Wie oft habe ich das denn schon gemacht? Okay. Hähnapfel erhalten. Ein Umhang. Erinnerung beendet, wow. Ah, Desmond. Alles okay? Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Junge, du bist... Okay, wenn du das so willst. Er will zurück. Oh. Oh Mann. Sean? Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich. Genau da führt deine Reise hin. Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde? Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forlì. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Ich will diesen verfluchten Apfel nicht bei mir haben. Oh Mann. Dieser Apfel macht nicht mehr als Probleme. So. Inventar. Fehlt jetzt nur noch... Achso, das ist die Rüstung von Alter hier. Noch ein Umhang. Naja, passt. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann, wie es mit der Trusnella da vorne weitergeht. Reingehauen.